geht und willkommen zu dieser Ausgabe von Russland direkt. Die Wirtschaftsbeziehungen in Deutschland und Russland leiden momentan ja massiv unter den politischen Spannungen. Wie viel Boden hat die deutsche Wirtschaft vor Ort schon verloren? Und wie begegnet man den Deutschen, die dort in der Wirtschaft tätig sind? Zu diesem Thema haben wir uns in einer Region in Russland umgehört, die seit den 90er Jahren die engsten Beziehungen nach Deutschland hatte. Auch wegen ihrer Nähe und ihrer deutschen Vergangenheit. Die Rede ist von der Kaliningrad-Region, dem ehemaligen nördlichen Ostpreußen. Bis vor einigen Jahren betrachtete man diese Region als Brücke nach Russland. Manche sehen sie jedoch jetzt als Stachel in der EU. Seit den 90er Jahren lebt und arbeitet in Kaliningrad Dr. Stefan Stein, der dort als Leiter der Vertretung der Handelskammer Hamburg tätig ist. Hallo, Herr Dr. Stein. Hallo. Also das politische Klima zwischen Deutschland und Russland ist ja sehr schlecht und der Handel leidet darunter. Wie stark ist die Region Kaliningrad davon betroffen? Merken Sie einen Rückgang des Engagements deutscher Unternehmen? Naja, also die deutsche Wirtschaft hat ja schon seit Anfang der 90er Jahre eigentlich immer eine sehr langfristige Konzeption in Russland gehabt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass deutsche Firmen hier weggehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber neue Firmen kommen nicht. Und das ist das Problem, was wir hier zurzeit haben. Es wird sozusagen kaum ausländische Investitionen in absehbarer Zukunft geben. Also auch wenn deutsche Unternehmen nicht zumachen, so sind doch bestimmt bereits Arbeitsplätze abgebaut worden. Ja, das ist jetzt schwer zu beantworten, weil die natürlich das auch nicht gerne veröffentlichen. Ja. Ich weiß halt hier von BMW ist hier, wobei BMW ja selber nicht baut. Das ist ja über eine russische Firma, werden die Autos hier hergestellt. Aber ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass der Verkauf sehr stark zurückgegangen ist, natürlich da auch Stellenabbau ist. Also die Gefahr am Konflikt ist ja, dass die Konkurrenz aus nicht-westlichen Staaten wie zum Beispiel Indien oder China die neuen Lücken, die durch den Konflikt entstehen, mit ihrem Angebot ausfüllt und sich in Russland so festsetzt, dass auch nach dem Ende der Spannung die Deutschen vielleicht gar nicht mehr Fuß fassen können. Sehen Sie diese Gefahr auch? Ja, natürlich ist das klar. Also vor allen Dingen gehen wir aus von den Lebensmitteln. Lebensmittel aus Europa dürfen nicht eingeführt werden, also muss man die Lebensmittel von woanders her holen. Und ich sehe also, dass hier vor allen Dingen Südamerika, die nordafrikanischen Staaten und natürlich auch der Ferne Osten hier seine Chancen sieht und auch liefert. Ich bin aber anders als in der Fragestellung, möchte ich nicht davon ausgehen, dass dieser ganze Prozess zu lange läuft. Wenn es zu lange läuft, dann ist klar, dass wir unsere Positionen verlieren. Aber wenn wir jetzt in absehbarer Zeit zu einer politischen Lösung kommen, denke ich, dass die Fundamente, die bereits in den 90er Jahren und auch in 2000 gebaut sind, dass diese Fundamente tragfähig sind und wir weiter arbeiten können. Also die deutsche Regierung steht im aktuellen Konflikt zwischen Moskau und Kiew ja recht deutlich auf der Seite der Ukraine und des Euromaidan. Leidet darunter das Image der Deutschen generell in Kaliningrad? Wird Ihnen jetzt mit mehr Misstrauen begegnet? Nee, das eigentlich nicht. Also die Freundeskreise, die ich habe, und das sind ja überwiegend Russen, mit denen komme ich weiterhin gut zurecht. Natürlich wundern die sich, warum die Bundesregierung jetzt den Kurs so geändert hat und warum also auch stärker antirussische Tendenzen auch aus den höheren Kreisen aus der Bundesrepublik kommen. Aber andererseits sage ich denen auch, also Kinder, ihr müsst auch mal gucken, was ihr da macht. Und das kann man nicht immer akzeptieren. Und von daher denke ich, wir sind durchaus im Dialog. Es ist nicht so, dass man also jetzt mich da total verurteilt. Ich kann Ihnen Spaß erzählen. Ich selbst bin Rotarier und die russischen Rotarier haben mich jetzt als Gouverneur für Russland gewählt. Also das heißt, ein Ausländer ist jetzt hier die Führungsperson in dieser gesellschaftlich wichtigen Organisation. Noch vor einigen Jahren waren die Russen
ja eher in der großen Mehrheit unpolitisch und misstrauisch gegen die Politik im Allgemeinen. Jetzt spricht man viel von einer patriotischen Welle und Solidarisierung mit der Regierung Putin. Machen Sie diese Beobachtung auch? Den Eindruck habe ich natürlich auch, aber der ist bedingt eben durch das Fernsehen, das in einer für mich unsäglichen Propagandaserie den Westen und die Ukraine beschimpft und sozusagen die heroische Rolle Russlands hervorhebt. Aber ich würde das nicht als Politik bezeichnen, das ist Emotion in meinen Augen. Und nach wie vor glaube ich, dass Herr Putin für die ein Anker ist, sagen wir mal, ihr Selbstwertgefühl zu bestätigen, als Russen, als russisches Reich und so weiter. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die mit der Politik einverstanden sind. Zum Beispiel mit Korruption oder mit einfach schlechter Wirtschaft durch die Regierenden in den Regionen, auch teilweise in den Fabriken. Die Russen sind sich selbst gegenüber viel, viel kritischer, als wir das in unseren Medien lesen. Herr Dr. Stein, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Wie man an diesem Beitrag wieder sieht, wird es wirklich höchste Zeit für beide Seiten, die deutsch-russischen Spannungen zu beenden. Wir von Russland TV bleiben natürlich bei allen aktuellen Ereignissen am Ball und informieren euch online, direkt aus Russland. Eure Themenvorschläge könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Auch der Blick nach Kaliningrad war eure Idee. Hiermit verabschiede ich mich von euch und freue mich schon aufs nächste Mal. Пока!